Der Drogentest, den die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin am Freitag abgegeben hat, hat keinen Hinweis auf die Einnahme von Betäubungsmitteln ergeben. Der Urin der 36-Jährigen wurde unter anderem auf Spuren von Kokain, Cannabis und Amphetaminen untersucht. Sie sah sich zu dem Test veranlasst, nachdem ein Video einer privaten Feier aufgetaucht war, auf dem Marin ausgelassen tanzend zu sehen ist.